Ostseeraum. Seit Jahrzehnten nicht nur ein wunderschöner Ort zum Leben, sondern auch ein friedlicher Handelsraum. Doch seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fegt ein Sturm über das Meer, das zum geopolitischen Brennpunkt geworden ist. Die Kooperationspartner im demokratischen Ostseeraum stehen vor neuen gemeinsamen Herausforderungen. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat darauf reagiert mit der MV-Ostsee-Strategie. Rostock, 15. Mai. Im Business Club des Ostseestadions begrüßt die Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Bettina Martin rund 170 Teilnehmer, darunter hochrangige internationale Gäste, um die neue Strategie vorzustellen. Es geht darum, die Breite mitzunehmen, alle Bürgerinnen und Bürger auch dafür zu werben. Kommt und lasst uns gemeinsam international zusammenarbeiten. Das macht uns stark in Deutschland, aber auch bei uns in der Region in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Wir müssen international sein, daran liegt die Zukunft, nicht nur ökonomisch, sondern ich bin auch fest davon überzeugt, wir machen unsere Demokratie damit stark. Zum ersten Mal gibt es so intensive Bemühungen, sowohl von Seiten der Landesregierung als auch von Seiten der Partnerregionen, den demokratischen Ostseeraum gemeinsam zu einer Modellregion für Teilhabe, Innovation und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Schließlich stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Das wird auf der Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Finnland, Schweden, Polen und Lettland deutlich. What we all want to achieve. Was wir alle erreichen wollen, ist eine bessere Lösung für die enormen Herausforderungen, vor denen die Ostseeregion steht. Wir haben die verschlechterte Sicherheitslage, die Umweltschutzthematik, wir haben Bedarf im Bereich Transport und Infrastruktur und bei der Energieversorgung. Wir müssen also in allen Bereichen weiter im Ostseeraum kooperieren. Wir vielleicht haben die ganze Zeit zu weit geguckt, ja. Und das, was neben uns ist, dafür weniger gedacht, ja. Aber die neue Situation verpflichtet uns wirklich, unsere Nachbarn besser kennen, ja. Und also historisch gibt es auch eine ganze Tradition, davon können wir auch lernen, glaube ich. Ausgangspunkt für die Erarbeitung der MV-Ostsee-Strategie waren Handlungsempfehlungen eines Expertengremiums aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Bildung, Sport, Jugend und Gesellschaft. Drei Hauptziele wurden definiert. Beim Kick-Off-Event werden sie in halbstündigen Sessions vorgestellt und diskutiert. Ziel 1. Mecklenburg-Vorpommern soll als attraktiver Kooperationspartner sichtbarer werden mit seinen Universitäten und Forschungseinrichtungen, mit seinem Know-how in den Bereichen erneuerbare Energien und Ostseeforschung. Die Landesregierung will dafür verstärkt werben. Außerdem setzt sie auf den kulturellen Austausch und die Stärkung zivilgesellschaftlicher Begegnungen, insbesondere im Jugendbereich und im Sport. Dort ist also der organisierte Sport in Mecklenburg-Vorpommern, der Landessportbund, auch sehr aktiv. Und wir als Landesregierung oder als Sportministerium versuchen da natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieser Austausch rege und auch verstärkt stattfinden kann. Ziel 2. Der gemeinsame Schutz der Ostsee soll weiter vorangetrieben werden. Eines der wichtigsten Themen ist dabei die Beseitigung von Altmunition. Die geschätzten 300.000 Tonnen an Kampfmitteln in der Ostsee in den kommenden 100 Jahren zu bergen, ist eine Mammutaufgabe, die kaum ein Staat alleine bewältigen kann, erst recht nicht ein einzelnes Bundesland. Die Landesregierung setzt sich für die Etablierung eines Bundeskompetenzzentrums für Altmunition in der Ostsee ein, das in Rostock angesiedelt sein soll. Die Zeit drängt, betont Holger Wanzleb vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten.
Dingen, die lange, lange Zeit geruht haben, die durch Sedimentüberlagerung auch nicht ihre Schadstoffe freisetzen können, die haben ja sozusagen Zerfallsprozesse, Zerfallserscheinungen. Und das kommt irgendwann in einen Bereich, man kann hier durchaus sagen in einen toxischen Bereich, also wo es dann richtig giftig wird. Und das kann unmittelbar Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben, aber natürlich auch Auswirkungen auf die Meeresumwelt. Ziel 3. Zukunftsfähigkeit und Wohlstand sichern. Dabei wird vor allem auf eine nachhaltige Energieversorgung gesetzt. Angestrebt wird eine noch intensivere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Offshore-Windenergie und der Ausbau von grenzüberschreitenden Netzverbindungen. Mecklenburg-Vorpommern soll sich außerdem als zentraler Marktplatz für eine angewandte Wasserstoffforschung und Wirtschaft entwickeln. Für Ralf Tschullig vom Rostocker IWEN-Institut komme es jetzt darauf an, die Umsetzung von konkreten Projekten voranzutreiben. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, wir brauchen Ressourcen im Land, die in der Lage sind, uns technisch zu unterstützen, die in der Lage sind, auf Augenhöhe mit Playern zu reden. Energie ist wahnsinnig teuer, Energieprojekte sind wahnsinnig teuer. Das ist, da bauen sie an jeder Stelle dieser Welt und an jeder Stelle dieser Ostsee eine Elbphilharmonie nochmal. Und sie wissen, wie lange sowas in Deutschland dauert und wie aufwendig das ist und wie teuer es ist. Und da brauchen wir Speed, da brauchen wir Verlässlichkeit. Und dann haben wir nicht nur eine Elbphilharmonie in Hamburg und auch nicht nur ein neues Theater in Rostock, sondern vielleicht auch tolle Energieinfrastrukturen und tolle Projekte und Industrialisierung aus dem Energiesektor hier vor Ort heraus. Auch das Sekretariat des Interreg-Programms Ostseeregion in Rostock präsentiert sich auf dem Event. Denn auf europäischer Ebene gibt es bereits seit 2009 eine Ostseestrategie und mit Interreg ein entsprechendes Förderinstrument für Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die neue Landesstrategie ist nicht nur eine sinnvolle Ergänzung und Reaktion auf die veränderte geopolitische Lage, sie ist zugleich ein Richtungsweiser für alle Akteure und Impulsgeber im Land. Also wir können für uns auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam machen, welche Impulse hier gesetzt werden können und wer diese Träger einer solchen Entwicklung sein können. Und ich glaube, das ist das Spannende, wie auch im Publikum wir heute sehen, dass wirklich von den Galerien bis hin zur öffentlichen Verwaltung oder Wissenschaft und ganz unterschiedlichen Trägern, also wirklich auch kleinsten Trägern, dass all die dazu beitragen, dass Europa und der Ostseeraum näher aneinander rückt und über Kooperation Fortschritt erreicht. Für Staatssekretärin Susanne Bowen ist klar, der Ostseeraum ist auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten ein Raum voller Chancen. Jetzt gilt es, die Ostseestrategie mit Leben zu erfüllen. Jeder ist aufgerufen, sich mit seiner Expertise einzubringen und Teil des großen Netzwerkes zur Ostsee-Kooperation zu werden. Denn eines ist klar geworden: Demokratie, Menschenrechte und Toleranz sind keine Selbstläufer. Nur durch eine breite Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen können diese Werte bewahrt werden.